Flirt-Coaching. Ist kein Witz. Wer braucht sowas? Ich frage mich auch, wer macht sowas? Also wer das macht, das ist gar nicht so schwer herauszufinden. Also wer diese Flirt-Coachings anbietet, da gibt es genug Coaches, Trainer, in der Regel sind es Männer, die sich an Männer wenden und sagen, ich bin Flirt-Coach. Ich sage, vergesst das. Ihr braucht das nicht. Denn was wird da vermittelt? Was soll das überhaupt? Interessant ist ja, es gibt anscheinend einen riesen Markt dafür. Und wieso will ich jetzt sagen, naja, ich nehme denen ihre Existenzgrundlage. Ich sage nur, auch hier bitte wieder mit gesundem Menschenverstand arbeiten. Flirten ist was? Flirten ist Kommunikation. Was mache ich bei diesem YouTube-Kanal? Was biete ich immer wieder an? Kommunikation. Ich versuche euch immer wieder zu sensibilisieren, Zusammenspiel von Sprache, Rede, Rhetorik, Redekunst, ja, zur Sprache, kombiniert mit Körper und Stimme. Naja, und das sind die drei wesentlichen Faktoren, miteinander in Kontakt zu treten. Egal, ob du jetzt eine Frau bist, ein Mann bist, es spielt keine Rolle. Nur ich erlebe es, dass ich erlebe es die ganze Zeit, irgendwelche Flirt-Coaches suggerieren Männer, ja, hier, ich biete euch das an und dann klappt's und ich mache ein Einzelcoaching und ich mache ein Gruppencoaching. Es ist wirklich kein Witz. Die geben Hunderte von Euros aus, teilweise Tausende von Euros, um das zu lernen, was wir alle in die Wiege gelegt bekommen haben. Kommunikation. Jetzt könnt ihr ja sagen, naja, aber es gibt ja auch so schüchterne Menschen. Es gibt so schüchterne Männer. Und ja, die wollen sich jetzt auch nicht alle nur auf den digitalen Formaten und digitalen Plattformen bewegen. Naja, gut, gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Jetzt könntest du sagen, ich muss noch nie mal jemanden ansprechen. Ich trage mich da irgendwo ein bei irgendwelchen Geschichten und versuche so, meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin zu finden. Ey, ist okay. Und wer das macht, ist in Ordnung. Ne? Nur dann brauchst du immer noch keinen Flirt-Coach und Flirt-Trainerin oder wen auch immer, sondern du bist da. Und wenn du eine souveräne Persönlichkeit bist, dann entwickelst du dich stetig weiter, Tag für Tag. Und wenn du das tust, brauchst du das bestimmt nicht. Und wenn du wirklich deinen Körper sprechen lässt, wenn du deine Stimme bewusster einsetzt, wenn du das lernst, ja, ohne zu schauspielen, dann wirst du garantiert, egal wo, mehr Erfolg haben. Also mit egal wo meine ich, ob du jetzt digital unterwegs bist oder ob du in der Präsenz unterwegs bist und wirklich mit Menschen kommunizierst. Ja, egal mit welchem Geschlecht, was auch immer dir beliebt. Also schau dem Menschen in die Augen, schau deinem Gegenüber in die Augen. Achte auf deine Offenheit. Und wenn du Fragen stellst, das heißt ja immer, wer fragt, der lenkt, wer führt, der fragt. Naja, irgendeine Frage musst du stellen. Und wenn es einfach die Frage ist, hey du, wie geht's dir? Wer bist du? Was machst du? Was tust du? Also, klar, den ersten Schritt irgendwann muss jemand gehen. Aber der erste Schritt kann schon ein Blick sein, die Augen, das Fenster zur Seele. Es kann eine Geste sein. Ja, bitte jetzt noch nicht zu plump und zu platt. Ja, ich weiß, manche lieben dann so Sprüche, ich mache das gerne im Training, darf ich dich mal auf etwas aufmerksam machen? Auf mich. Ich bin Werner, ich mache hier das Seminar. Hallo. Dann kann ich auch bei Störern gut einsetzen. Kann ich selbstverständlich auch im freien Markt einsetzen? Darf ich dich mal auf etwas aufmerksam machen? Auf mich. Ich bin hier allein. Hallo. Wie geht's? Jetzt kriegst du ein Getränk ins Gesicht. Nein, aber ich sage auch an der Stelle, ja, ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Flexibilität. Naja, und dann sprichst du mit den Menschen. Dann sprichst du mal mit den anderen. Ja, das ist wirklich Kommunikation, Sender, Empfänger, es ist ein Austausch. Nur lass dich doch bitte nicht über den Tisch ziehen und sagen, ich investiere jetzt hier wirklich vierstellige Summen, wo dir dann suggeriert wird, garantiert wird, Erfolg und du kriegst deine Partnerin oder deinen Partner.
das schaffen wir zusammen und ich gebe dir Tipps und wir machen es auch online oder wir machen das in der Präsenz. Hey, ist doch alles Schnutte-Pute. Ja, mach wirklich, arbeite lieber an deiner Persönlichkeit, dass du souverän bist und noch souveräner wirst. Dann kannst du sagen, ja, du willst das bei dir machen. Ja gut, klar, ich will, muss halt kein Geld investieren. Ich kann sagen, guck einfach die YouTube-Videos hier und mach weiter. Und das reicht auch schon. Ja, wer es noch härter haben will, klar, der kommt im Training, im Seminar, nimmt mit mir Kontakt auf. Und da lernst du dann klar, wie wirklich auf andere. Also für viele ist es ja, ah, ich bin so unsicher, Selbstbild, Fremdbild. Ich weiß gar nicht, wie ich da bei anderen ankomme, meine Außenwirkung. Oder ich bin wirklich so introvertiert, ich bin so schüchtern, ich bin keine Rampensau, ich kann einfach keine Menschen ansprechen. Ich kann das ganz schlecht. Ich kann auch ganz schlecht vor anderen Menschen reden. Manchmal, ich kann auch ganz schlecht mit Menschen reden und Smalltalk, das ist nicht meine Welt, das fällt mir schwer. Ich habe auch gar keine Themen. Und Werner überhaupt, das ist alles Katastrophe. Ja, das schaffst du. Das garantiere ich jedem hier. Das schafft ihr alle, ohne irgendwelche Formate und Kurse. Wenn ihr ab heute beginnt. Zum Beispiel mit der Stimme zu arbeiten, bewusster zu arbeiten, mehr Coolness entwickeln. Und wenn es dann heißt, darf ich dich mal auf etwas aufmerksam machen, seid ihr einen Schritt weiter. Geht eure Schritte jeden Tag ein, noch ein, noch ein. Ihr werdet auf jeden Fall ankommen, sodass ihr sagt, hier auf diesem ganzen Flirt, Gedöns, Kram, Coaching, Training, Tralala. Es gibt ja mittlerweile für alles, ne? Irgendwelche Menschen, die dir helfen. Ist auch in Ordnung. Ja? Ist die Branche, soll ja auch so sein. Und wenn Menschen sich da einloggen und einbuchen, dann gibt es anscheinend den Markt und damit hat er seine Existenzberechtigung. Ich möchte euch nur nahelegen, wieder, okay, Menschenverstand. Entwickelt euer Selbstbewusstsein, euer Selbstvertrauen, mehr Souveränität. Ihr wisst ja auch bei völliger Ahnungslosigkeit, das ist alles machbar. Könnt ihr nachlesen bei mir, könnt ihr nachgucken bei mir, könnt ihr trainieren, auch bei mir, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, kommt gut an.